kann ja erstmal so weit ausbauen, den Boden können wir immer noch wieder herstellen dann. Zur Aufbewahrung von einer Objektgruppe, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel hier, sagen wir mal, Erde. Wenn wir jetzt dann das hier bald abschaufeln dort, also alles abtragen, Erde wird da ein paar 64er-Stacks dabei rumkommen und die müssen wir irgendwo aufheben. Und eine Kiste geht halt sehr schnell voll, von daher gibt es hier Barrels, also so Fässer. Da kann man 64er-Stacks reintun, also ein Stack Stacks, ne, wie sagt man das denn? Also, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, aber halt diese Dinger hier, diese 64 Redwood, würde in einen Barrel 64 mal reinpassen. So, das wären dann, glaube ich, 64 mal 64, ich weiß nicht, 4096, glaube ich, also 4096 Redwood, sag ich mal, würde dann dort reinpassen. Rechnen kann ich jetzt gerade auch überhaupt gar nicht, so um 0 Uhr. Besonders, wann bin ich denn heute aufgestanden? Halb 11, also 10.30 Uhr. Also nicht abends, sondern morgens jetzt. Ich also bin schon etwas länger wach. So, wir haben ja Ferien und da schlafe ich eigentlich immer etwas länger, aber ich musste heute ja noch weg, hatte noch was zu tun und deswegen konnte ich jetzt auch nicht früher aufnehmen. Hätte ich ja gerne gemacht, aber ich hatte noch andere Dinge zu erledigen und ich brauche auf jeden Fall noch eine andere Axt, weil die hier wird nicht reichen. Aber soweit haben wir den Raum dann ja schon mal, dass man hier auf jeden Fall ja normal drin laufen kann, ohne dass die Decke irgendwie hier oben stört, weil guck mal, wenn ich jetzt hier so rumlaufen würde, diese Decke hier oben, die stört auch voll. Von daher mache ich die auf jeden Fall mindestens immer 3 hoch. Maximal 5, weil sonst zu hoch sieht es auch wieder doof aus. Also wenn man hat wirklich so einen großen Raum, wo man Kronleuchter und alles reintun will, wie zum Beispiel im Schloss oder so, da würde man sogar eine Höhe von 8 oder 7 machen, damit der Kronleuchter nicht zu tief hängt. Oder ja, 10 ist glaube ich wieder so ein bisschen zu hoch. Aber naja, wir wollen ja hier drin kein Schloss bauen, wir wollen ja hier ein normales Baumhaus erstmal haben, so für den Anfang. Warum habe ich da nicht weitergemacht? Ja, man merkt, ich bin ein bisschen, ja, was heißt übermüdet bin ich nicht, aber ich bin total durcheinander. Gut. Ich glaube, ich sollte jetzt auch nicht so viel reden. Also schon Helden, aber ich meine jetzt nicht so viel. Ja, ich lasse es einfach. Ich muss eine bessere Zeit zum Aufnehmen. Ah, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Minecraft irgendwie einfacher ist zum Aufnehmen, aber irgendwie ist es das wohl nicht. Gut, dann müssen wir gleich erstmal eine Tür machen. Ich mache hier eine versteckte Tür. Einfach aus dieser Rinde, Bark ist ja Rinde, kann man sich eine mehr oder weniger unauffällige Tür machen. Die sieht einfach fast genauso aus wie die Wand. Halt ein kleiner Unterschied, also man erkennt die Umrisse der Tür. So, haben wir es geschafft. Dann würde ich mal sagen, habe ich schon eine Schaufel gemacht? Nee, habe ich nicht. Ich habe noch 2 Fackeln, dann mache ich mal so ein bisschen Licht rein, hier und da. Der Ofen tue ich schon mal hier so hin. Haben wir den auch schon mal, das tue ich auch schon mal rein. Obwohl, warte mal. Den mache ich mal ganz kurz weg. Den setze ich hier hin. Dann mache ich die Werkbank hier und dann mache ich die Öfen einfach so drumherum hier. Die brauchen wir bald eh nicht mehr, wenn wir dann elektrisierte Öfner, also Öfen, die mit Strom laufen. Das passt schon. So, und dann darf ich mir hier auch bald wieder so ein geiles Thumbnail machen. Obwohl, soll ich das jetzt gerade mal machen? Dann habe ich das nämlich schon mal. Hallo Schwein. Oh, guck mal, NPC-Dorf. Geil. Hey, da ist ja noch so ein Baum. Alter, ich muss euch mal ganz kurz was sagen, also was erzählen. Ich habe früher immer diese Bäume gesucht und habe die nie gefunden. Und jetzt, wo man einfach mal anfängt, findet man gleich 2 auf einmal von denen. So, was nehme ich denn mal so als Thumbnail? Kann ich so beide Bäume irgendwie? Ach, guck mal, der ist dunkler, ne? Ey! Der war doch gerade noch im Sichtfeld. Was sind das jetzt? Seltsam, seltsam. Gut, dann nehme ich mal als Thumbnail diesen Monsterbaum hier. So. Einfach mal kurz in der Aufnahme. Theoretisch mache ich das immer nach der Aufnahme. Aber
warum auch nicht, ne? Kann man ja auch in der Aufnahme machen, ist ja nur ein Thumbnail. So, ich kann schon mal anfangen, hier oben einen weiter nach oben zu bauen. Weil ich möchte hier eine Viererhöhe haben. Die Axt wird nicht reichen, das weiß ich, aber ich mache schon mal hier so weit, wie es reicht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehmen werde. Halt, solange ich Bock habe, ne? Das ist mir klar, aber wie lange das sein wird, das weiß man nicht. Wir werden hier noch echt viele tolle Sachen erleben. Ich sage euch, das wird nicht langweilig und extrem geil noch, was wir hier noch alles machen werden. Und ich hoffe, dass ich morgen, wenn ich dann... Ja, heute ist es ja jetzt schon 20.12. Also wenn ich dann heute nochmal aufnehme, dass ich das dann irgendwann nachmittags oder so mache. Wenn da nichts dazwischen kommt. Ansonsten abends, aber nicht zu spät. Nicht so wie jetzt hier, 0.09 Uhr haben wir es. So, dann stelle ich mich mal kurz hier drauf. Ja, das ist jetzt hier noch am Anfang, ist immer etwas langweilig, das kann ich verstehen. Dass halt immer etwas langweilig ist, ja, die ersten Folgen und so weiter, aber ich meine, ich muss ja irgendwie den Anfang aufnehmen, hätte ich jetzt gesagt, ja, oder wäre das jetzt wirklich so? Nehmen wir mal an, die ersten Folgen würde keiner sehen, weil es langweilig ist, dann könnte ich halt auch ohne Aufnahme hier einfach die ersten Sachen machen, aber dann denkt man auch wieder, ja, der hat doch geschummelt oder so. Und die meisten, oder jetzt sage ich wieder die meisten, eher die wenigsten oder ein paar Leute wollen sich das wirklich von der ersten Folge aus ansehen, egal wie langweilig das ist. Es gibt bestimmt solche Leute. Finde ich auch ganz gut, dass sie das so machen. Also ich finde das toll eigentlich. Dann weiß man nämlich, dass diese Folgen auch interessant sind. So. Na, geh weg. Theoretisch könnte man auch schon bald ein Weizenfeld anlegen. Das könnte ich dann irgendwo da hinten an dem See machen. Wie genau, weiß ich noch nicht. Was sind das hier für eine schwarze Blume? Ach ja, das sind die mystischen. Was man mit denen machen kann, weiß ich nicht. Und ich, warte mal. War dort hinten... Ne, es war kein Loch, oder? Oder? Ne, es war kein Loch, aber hier ist so eine Art Loch. Was ist denn das? Kann ich da die Sachen reinwerfen? Okay, die bleiben dort. Ach, guck mal. Ist ja geil, das wird alles automatisch wieder in die Hand gelegt. So, warte mal. Ich will nicht alle. Die Kotten, die brauchen wir. Der Haus ist so eine Pflanze, die Strings rausspuckt und daraus können wir Wolle machen. Das brauchen wir nicht. Was ist denn das? Das kenne ich gar nicht. Will ich nicht. Reis brauchen wir auch. Ich tue es mal hier unten ein, dass ich nicht wegwerfe. Das brauchen wir auch. Poppy brauchen wir nicht. Das auch nicht. Blueberry, also Blaubeerbusch. Da kommen wirklich Blaubeeren raus, die man essen kann. Pengt zwar nur ein halbes Hungersding, aber besser als nichts. Ich kann das hier auch mal wegmachen, oder? Das hier konnte man auch immer mit O wegmachen, warte mal. Nee, hier. Wie konnte man das denn verstecken? F7? Das war doch immer O. F7, warte mal. Ah, genau. Das war immer O. Ich habe das auch nicht umgelegt, weil ich meine, wenn das Singleplayer-Welt war, es auch O. Deswegen wundert mich das gerade ein bisschen, warum das auf einmal F7 ist. Naja, gut, Äpfel brauchen wir natürlich auch. Gut, ja. Dann lassen wir das nochmal verschimmeln da unten. Obwohl, das kann ich gleich mal dazu werfen hier. Das wird eh alles mit Erde überdeckt, aber einfach nur, damit es schon mal weg ist. So, gut, jetzt gehen wir hier mal wieder raus. Als nächstes würde ich dann, das soll ich da jetzt liegen, genau, eine neue Axt machen. Und hier ein bisschen Kohle, ich meine für neue Fackeln. Ein so ein Kohle-Ding können wir ja 4 Fackeln machen. Das ist ganz nett so. So. Und hier noch ein bisschen. Dort.
irgendwann werden wir nochmal große Höhlentour machen. Wir werden auch nochmal ein bisschen die Welt so angucken. Auf jeden Fall, was ich noch machen werde, ist die anderen Biome finden. Und was wir auch noch auf jeden Fall machen werden, das werden wir noch auf jeden Fall machen, den Twilight besuchen. Den gibt es nämlich auch. Wer es nicht weiß, was der Twilight ist, ihr kennt doch bestimmt den Neta, ne? Neta müsst jeder kennen, der Minecraft spielt. Natürlich kennt ihr den Neta. Diese Heldenwelt halt. Und der Twilight ist keine Heldenwelt, aber halt eine andere Welt. So mit, ja, eher eine mystische Welt, kann man sagen. Wo es halt andere Pflanzen, andere Baumarten, andere Gegner, mehr Sachen zu finden. Also gibt es sowas wie NPC-Villages, gibt es dort nicht, aber zum Beispiel Labyrinthe gibt es dort. Es gibt dort wirklich Bosskämpfe, also ja, Bosse halt, gegen die man kämpfen kann. Und Steine habe ich jetzt genommen. Nicht, dass ich das genau nicht mitgenommen hätte, obwohl ich das haben wollte. Kein Holz. Was nehmen wir denn? Da ist Eichenholz, also nehmen wir Eichenholz. Aber ich will das jetzt hier nicht kaputt machen, das sieht geil aus. Ach ja, und da unten seht ihr schon Aroma-Backup. Das ist halt ja so ein Welt-Backup-Dingens. Das sichert eure Welt. Sollte die mal irgendwie abstürzen oder so. Oder sollte die Weltdaten hier nicht geladen werden, warum auch immer, weil die kaputt sind, dann könnt ihr einfach ein Backup nehmen und da ist halt eure Welt drin. Die wird halt in einem extra Ordner gespeichert. Und dann können wir die reinziehen und können wieder weiterspielen. Das finde ich eine ganz gute Idee. Ich weiß nicht, ich glaube alle 5 oder alle 10 Minuten macht er ein Backup oder so. Oder steht das da? Ah, 30 Minuten, okay. Und was ihr jetzt gerade gesehen habt, dass die Blätter instant verschwinden, das ist auch ein Plugin oder ein Mod halt, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist auch total geil eigentlich, dass sie dann sofort weg sind, da muss man nicht so lange warten. Und die Blätter, die nicht weggehen, da ist halt Holzstamm, ja ein Holzstamm, genau, ein Baumstamm im Weg. Der verhindert ja, dass die Blätter despawnen. So. Paar Setzlinge, dann pflanzen wir ein paar Bäume mal vor unseren Riesenbaum. Wir brauchen noch Gummibäume, also Rubber Trees, um halt Kautschuk zu bekommen, womit wir dann isolierte Kabel machen können oder womit wir dann Kabel isolieren können aus dem Gummi. So, wir haben 3 Setzlinge. 1, 2, 3. So, ich will sie nicht hier vorne machen. Gut. Zack, zack, was mache ich denn? Ach ja, das ist eine Barrikade, die gibt es übrigens auch. Warte mal, kann ich hier schon? Wie war denn das? Muss ich gerade nochmal ganz kurz gucken. Ich habe das Crafting Chapter jetzt nicht dabei. Barrel, die hier. Hä? Gibt's dafür keinen Bauplan? Ich stehe jetzt hier gerade auf Cheat Mode oder was? Ich kann mir hier nichts cheaten, weil ich das hier ausgemacht habe. Also, an sich müsste die Welt dann noch auf. Ja, an sich müsste die Welt dann auch nochmal auf dieses Cheat-Dingens sein. So, jetzt müsste es gehen. Nee. Warum geht das nicht? Kann ich hier irgendwie. Ah, hier kann ich das sehen. Aber warum? Wie macht man denn jetzt diese Barrels? Water Barrel? Hä? Ich weiß gerade nicht, warte mal. Auf Deutsch? Ne. Hä? Ach so, oh Gott. So wollte ich es haben, genau. Gut, ich habe keine Ahnung, wie man diese Barrel jetzt macht. Ich probiere das gerade mal. So, Moment. Ah, doch, so ging's. Okay. Oakwood Barrel. Der wurde mir aber nicht angezeigt, ne? Sehr seltsam. So, jetzt zeige ich euch das mal.
Den stellen wir jetzt einfach mal, wo stellen wir den mal hin? Wir stellen ihn mal hier hin. Und jetzt können wir hier Redwood einmal reintun. Dann seht ihr, wir haben jetzt 64 von diesem Redwood drin. Jetzt machen wir einen doppelten Rechtsklick hier drauf. Und jetzt haben wir 5x64 Stacks hier drin. Und damit auch 320 Redwood. Und so kann man halt, da kann jetzt nur eine Sache rein. Das heißt, wenn wir jetzt hier das Ding drin haben und wir wollen jetzt hier auch gut reintun, funktioniert das nicht mit Rechtsklick. Und mit Linksklick würden wir die Sachen hier wieder rausholen. Von daher, es kann immer nur eine Sache in so einen Barrel rein. Und davon halt 64x64. Gut, ich merke schon, meine Stimme kackt gerade irgendwie total ab. Ich glaube, ich mache gleich erstmal die ersten Folgen. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt aufgenommen habe. Werden dann erstmal gut sein. Also ich werde dann erstmal aufhören aufzunehmen. Und ich mache jetzt hier erstmal noch eine neue Axt. Ja, komm her. So, zack, zack. Zack, zack, so. Dann mache ich das hier noch fertig und dann würde ich sagen, war es halt erstmal für die ersten Folgen. Ich denke mal, zwei Folgen dürfte ich jetzt haben. 2 bis 3, ich habe keinen Timer laufen. Deswegen, ich mache irgendwann einen Cut und wenn es nicht passt, mache ich die Folgen halt länger oder kürzer, je nachdem. Also ich hasse es wirklich, wenn ich eine Folge habe, die oder ein Folgenende, wo ich mir gedacht habe, ja, das war's, bis zum nächsten Mal und so weiter. Und das mache ich dann in eine Folge rein, also irgendwo mittendrin, dieses Ende. Und das ist irgendwie, nee, ich finde das doof. Ich mache dann immer, wenn es halt nicht passt, oder sag mal, ich habe jetzt 15 Minuten, habe aber noch 5 Minuten, dann wird die Folge eben 20 Minuten, kann ich auch nichts für. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's dann für die ersten Folgen. Minecraft-AT-Launcher, ich freue mich gerade wirklich, dass es endlich funktioniert hat, hier aufzunehmen ohne einen Lag. Es gab bis jetzt keinen einzigen Lag, vielleicht am Anfang ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm gewesen, hoffe ich. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Parts von Minecraft-AT-Launcher. Eventuell finde ich noch ein Texture-Pack, das Ganze ein bisschen besser aussieht, aber ich meine, guckt euch dieses Texture-Pack an. Es sieht nicht schlecht aus und dann hoffe ich, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei Minecraft-AT-Launcher BOS Tech Pack. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.